Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute mache ich es kurz und schmerzhaft. Ich habe hier ein paar Bluetooth-Kopfhörer geschickt bekommen von der Firma IXCC. Die sollte ich mal durchtesten und einfach mal sagen, was ich davon halte. Und das hier sind die kleinen Gerätschaften. Ich habe sie in weiß bestellt. Die Teile gibt es allerdings auch in schwarz. Also kann man sich aussuchen, was einem da besser gefällt. Und worauf ich direkt am Anfang schon gespannt war, ist die merkwürdige Form hier. Die sehen irgendwie schon etwas komisch aus. Einerseits erinnern die mich an ganz normale Apple EarPods, hier so von der Form her, die hier haben, also schon mal ganz interessant, aber dann noch hier dieses große Teil hier, diese, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dieses zusätzliche Element noch hier dran, was ziemlich groß wirkt, so auf den ersten Blick. Das sieht schon alles ein bisschen merkwürdig aus. Und dann auch hier der kleine Gummi-Silikon-Nöppel, der das Teil hier sicher im Ohr dann fixieren soll, im Innenohr. Und ich war gespannt, ob die hier was taugen oder nicht. Hab die mal durchgetestet und war nicht so beeindruckt. Doch bevor ich euch sage, was mir nicht so gut gefallen hat, gehen wir erstmal hier um die Hardware herum und wir fangen einmal an hier mit dem linken Kopfhörer, denn dort steckt der Akku drin, ein Lithium-Ionen-Akku natürlich, der kann eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden bei Musikwiedergabe bringen oder bis zu 6 Stunden, wenn man ihn als Freisprecheinrichtung benutzt beim Telefonieren. Aufgeladen wird das Teil hier über Micro-USB, kann man hier sehen, da ist so eine kleine Gummiabdeckung drüber, das ist alles völlig in Ordnung so. Passt, lädt auch recht schnell auf, 2 Stunden etwa, dann ist das Teil wieder voll aufgeladen und mehr findet man hier erstmal nicht. Dann haben wir hier so ein ganz normales weißes Kabel, kein Flachbandkabel, ist aber hier bei so kabellosen Kopfhörern, also kabellos ohne Verbindung zum Handy, nicht weiter tragisch meiner Meinung nach. Kann man ruhig so machen, alles in Ordnung. Dann gehen wir mal hier zum rechten Teil, denn dort finden wir wesentlich mehr Elemente. Dort haben wir zum einen hier 2 Buttons auf der Rückseite. Also auf der Rückseite, wenn ihr die so ins Ohr reinmacht, dann schauen die hier so nach hinten raus. Und einmal Plus- und Minus-Buttons sind das natürlich für die Lautstärke, für das Skippen zwischen verschiedenen Titeln. Und hier unten drunter haben wir noch eine Multifunktionstaste, also auch die Power-Taste, Play, Pause und zum Annehmen und Ablehnen von Telefonaten. Und die Bereiche hier, muss ich sagen, die fand ich wirklich gut. Denn wenn man die Kopfhörer im Ohr hat, greift man hier intuitiv hier hinten an diesen Bereich dran, um dann die Lautstärke einzuschalten. Und hier unten an den Button, da kommt man auch echt leicht dran. Da muss man nicht lange suchen. Das geht also wirklich gut. Und dann habe ich die natürlich auch mal angemacht und man bekommt dann diesen kleinen Anschaltton. Power on. Your headset is connected. Da habt ihr es gehört, das hat sich auch direkt hier mit meinem iPhone verbunden, über Bluetooth 4.1 übrigens, also das funktioniert problemlos. Dann haben wir hier noch eine kleine Status-LED, die blinkt dann ab und zu mal grün, wenn das Teil eingeschaltet ist und zeigt euch auch beim Laden an, wann der Akku dann voll aufgeladen ist. Und hier auf der Vorderseite das kleine Löchlein, das ist das Mikrofon eben für die Freisprechfunktion. So, jetzt haben wir es schon mal verbunden, dann nehme ich mal flott das iPhone hier zur Hand und zeige euch, dass man hier natürlich bei Bluetooth 4.1 nochmal sehen kann auf dem Display, wie voll der Akku aufgeladen ist. Finde ich immer sehr praktisch, die Geschichte, dass man das dort gut sehen kann. Und jetzt spiele ich euch mal ein wenig Musik ab und dann reden wir drüber, was mir nicht so gut gefallen hat. Dann hört mal rein. Ich nehme mal noch einen anderen Song. So, das soll erstmal reichen. Das war jetzt auf maximaler Lautstärke abgespielt. Und ich weiß nicht, ob die Mikrofone das hier gut eingefangen haben. Aber die Teile haben einfach keinen Bass. Der Ton, der ist total dünn, der hier rauskommt und klingt wirklich nicht besonders gut. Also zum Musik hören, gerade für Musik, die ein bisschen Bass beinhaltet, da macht das hier echt keinen Spaß. Ich habe zuerst überlegt, wie ich die drin hatte. Vielleicht täusche ich mich auch. Habe die dann mal verglichen mit meinen üblichen Bluetooth-Lautsprechern, die ich hier immer benutze. In-Ears auch natürlich. Und die haben im Vergleich zu denen hier einen gigantischen Bass. Also der ist natürlich nicht wirklich gigantisch, aber im Vergleich zu gar nichts ist das hier wirklich ein guter Bass. Hiermit macht mir das Spaß, die Musik zu hören. Aber
tja, mit den IXCC hier, hatte ich da wirklich keinen Spaß. Die sind sonst eigentlich ganz okay. Der Ton, der ist jetzt nicht ultra schlecht, sondern der ist ja einfach dünn. Da habt ihr nur Höhen drin und so gut wie keine Bässe. Das ist also hier der Hauptkritikpunkt, den ich an den Teilen habe, zusätzlich zu dieser etwas merkwürdigen Optik. Aber na gut, das ist ja Geschmackssache. Zumindest hier diese Nippelchen, die haben die Kopfhörer sicher in den Ohren gehalten und die machen auch nicht so richtig zu den Hörkanal, wie man das ja kennt, auch von den Apple EarPods. Die Form erinnert ja stark daran, also die dichten nicht so ab, wie man das jetzt zum Beispiel bei so einer Form hier hat, die man ja richtig wie einen Ohrstöpsel dann reinsteckt und die auch die Außengeräusche abschotten. Das hat man hier nicht. Wer also noch was mitbekommen will von der Außenwelt, der kann hier die gerne holen. Da kriegt man noch gut was mit, aber wer einen Bass will für richtig guten Musikgenuss, dem kann ich nur empfehlen, Finger weg hiervon. Ansonsten, ja, die kosten nur 20 Euro, kein besonders teurer Preis. Verarbeitung auch nur Plastik. Was ich hier noch gerne gehabt hätte, wären Magnete, dass ich die auch mal zusammenpappen kann, zum Beispiel um mir die um den Hals zu hängen. So wie das hier bei meinen anderen ist, das finde ich nämlich super praktisch, wenn das hier magnetisch ist und die packt man dann so zusammen und hängt die sich einfach um den Hals. Das wäre noch eine schöne Zusatzfunktion. Ich denke auch nicht allzu teuer hier einzubauen und dann wären die hier pop, einmal zusammengepackt und dann hätte diese große Fläche hier auch einen richtigen Mehrwert. Am Anfang dachte ich, okay, vielleicht haben die richtig guten Bass, deswegen sind die hier so groß mit diesen großen Teilen dran, aber das war leider nicht der Fall. Also Freunde, das war mein Testfazit zu den IXCC Bluetooth Lautsprechern. Im Prinzip, ja, ein Klang wie echt günstige normale Lautsprecher, vielleicht solche, die mitgeliefert werden bei Smartphones. Nichts Besonderes, kein besonders toller Klang. Für Hörspiele und Podcasts ist das wohl völlig in Ordnung, aber für richtig guten Musikgenuss sind das hier die falschen. Da muss man wohl etwas mehr Geld investieren. Wer wissen will, welche Lautsprecher dafür taugen, der kann einfach mal hier in meine Playlist reinschauen, wo ich alle Bluetooth-Kopfhörer schon mal getestet habe hier auf Mi AppleCat und da waren auch richtig, richtig gute dabei. Wer trotzdem die hier mal ausprobieren will, den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wie üblich. Und ich sag dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht es gut! Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.